Also wir holen jetzt die nervigste Rune, die es gibt in diesem Game. Und diese Rune hat nicht nur der Krieger, also die Rune hat nur der Krieger, aber die Questreihe hat wohl fast jede Klasse. Richtig? Und die startet mit Deadwind Pass. Da laufen wir gerade hin. Als Hordler muss man leider durch den Dämmerwald. Na, Schlingdontal hoch, Dämmerwald. Und da müssen wir irgendwie rein. Aber wir gehen mal hin. Wird schon werden. So, wir laufen einmal da rein. Keiner hier, da ist der gute Jordan. Na, der hat die Air Jordans erfunden hier. Der Behüter. Sind nach dem benannt. Ich liebe das so sehr, dass die ganze Welt wieder so am Leben ist. Ne? Überlaufen Leute rum. Übersiehst du Leute. Ich finde es super geil. Echt. Ich finde, das liebe ich halt so an Classic, dass es keine Flugmounts gibt. Wenn es hier Flugmounts geben würde, du würdest die Leute nicht sehen. Jeder würde, die würden hier fliegen, da fliegen, da fliegen. Ich finde, Flugmounts haben WoW, also die Welt, komplett kaputt gemacht. Okay, wo ist jetzt hier dieses Ding? Wir sind gerade einmal gestorben, leider. Irgendwo stirbt er. Irgendwo hier. Wir gehen mal rüber. Ah, hier. Agent aus Dalaran. Da sind wir. Hallo. Was habt ihr gemacht? Okay, wir haben ein Trinket. Und mit diesem Trinket müssen wir jetzt irgendwelche Reiter absuchen, die auf der ganzen Map verteilt stehen. Okay, irgendwo soll hier dieser Typ sein. Irgendwo hier. Frage ist, wo genau? Habe ich nicht dieses Trinket? Wenn ich das jetzt use, das könnt ihr nicht usen. Bin ich auf dem Mount deswegen vielleicht? Er sagt mir, das kann ich nicht usen. Ich mach's mal hier rein. Das könnt ihr nicht. Was muss ich machen, damit das funktioniert? Die Frage. Er sagt immer, das könnt ihr nicht usen. Weird. Das könnt ihr nicht, das könnt ihr nicht. Ist diese Quest wirklich, dass ich hier rumlaufen muss? Der hat eine 15 Minuten Spawn-Time. Warte mal. Ich muss einen Mob töten, der unsichtbar ist mit diesem Trinket. Der hat eine 15 Minuten Spawn-Time. Und da muss ich ihn kriegen, oder wie? Ach du meine Güte. Und da muss ich 5 oder 6 Leute von machen. Holy. Man soll wohl irgendwie einen Buff bekommen, wenn ein Reiter in der Nähe ist. Und dann kann man das Trinket usen, anscheinend. Also der Mob ist gespawnt. Und da waren zwar Alis. Und wir sind gestorben. Aber unser Kollege hat den wohl getaggt, wie es aussieht. Und vielleicht kriegen wir den irgendwie. Da ist der Reiter. Der sieht so aus dann. Aber wir machen ja noch ein paar mehr. Und dann haben wir den zum Glück bekommen. Okay, da haben wir einen Relikt. Und davon müssen wir wohl einige besorgen. Das war auf jeden Fall Relikt Nummer 1. Und das nächste müsste sein in dem Gebiet, wo wir gerade her sind. Also gehen wir nochmal wieder zurück, würde ich sagen. Aber wenn das ein Elite-Mob ist, müsste ich je nach Klasse natürlich irgendwie jemand anderen mitnehmen. Wenn man das Schmuckstück benutzt, wird der Reiter gespawnt. Also wenn mehr Leute das Ding usen, kommen mehr Reiter raus. Oder wie? Also wenn man in einer Gruppe ist, nur eine Person das Ding usen. Richtig? Alles klar. Also mit der Gruppe nur einmal usen. So, irgendwo hier soll... Da oben soll das sein. Einmal hoch. Irgendwo hier rein wohl. Und hier soll dann der nächste Reiter sein. Okay, es sind einige, die darauf warten anscheinend. Ach du meine Güte. Okay. Ich denke, den Spot werden wir erstmal ditchen. Wir gehen wohl erstmal... Ich gehe erstmal rüber, oder? Oder wir werden... Oder wir layern. Lass uns layern, ja. Obwohl, wenn die jetzt... Wait, wait, wait.
Ja, doch, lass versuchen zu layern. Ich layer mal rüber und gucke, ob wir einen anderen Layer finden. Warte mal, die kommen jetzt alle hier lang, oder? Ich gehe mal hier runter. Vielleicht gehen wir zu denen in die Gruppe rein. Ja, wir gehen mal zu denen rüber und dann können wir. Junge, waren das viel Allies. Wie layert man? Dich muss jemand anderes aus einem anderen Layer einladen. Dann wirst du rübergeschmissen. Okay, dann warten wir jetzt hier auf den nächsten Reiter. Junge, waren das viele Leute. Also die Rune gibt es auch im Raid. Dann gehen wir jetzt einfach in den Raid rein. Machen es damit. Leute, Shadow Priester, guckt euch das mal bitte an. Der Damage jetzt. Der pumpt so rein. Der hat mich für 1000 Grad, also 1000 Non-Crit hat er gerade gedrückt. Mal gucken, was er so reinpumpt. Und er verliert kein Mana, by the way. Keine Mana-Kosten. 1000 Non-Crit. Und jetzt müsste er critten, oder? Also dass der Respawn hier so lange ist. Das ist übel. Blizzard. Die müssen den Respawn, glaube ich, ein bisschen runterschieben. Holy, der Schaden, ey. Ach du meine Güte. Da ist er. Der ist gespawnt, sehr gut. Und Item. Sehr gut. Und jetzt muss ich nach Dämmerwald rüber. Und der nächste Punkt, wir laufen einfach wieder hier hoch. So, wir rennen mal hier lang. Und wir hoffen mal, dass wir den ganz gut bekommen werden. Und so. Irgendwo hier soll er sein. Guck mal. Also hier soll der nächste Reiter sein. Wir sind hier am Friedhof. In der Rabenflucht. Und müssen wieder dieses Trinket aktivieren, wenn der Buff kommt. Okay, hier ist der Buff. Da ist er, seht ihr nochmal. Dunkle Präsenz. Aktivieren. Und da ist er. Machen wir den hier weg. Hier sind, by the way, Bots. Haben wir gefunden. Hier sind so Bot-Rogues, die uns die ganze Zeit angreifen. Canceln können sie Cutter nicht? Nee, das stimmt. Aber das sollen die Leute ja in den Kommentaren schreiben. Okay, noch ein nächstes Relikt und das nächste ist dann im Ödland. Also müssen wir einmal komplett hier hoch. Nach Khargad. So, wir landen und wir müssen irgendwo hier in die Mitte. Irgendwo hier. In dem Bereich müssen wir hin. Also der soll irgendwo hier sein. Aber der wurde wohl auch gerade getötet. Auf jeden Fall. Wir müssen mal gucken, ob andere Leute noch den suchen. Hier vielleicht. Oh. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Jupp. Ich denke, der wird hier sein, wo die ganzen Allianz-Leute stehen. Nehme ich an. Wir haben ihn irgendwie rausgezogen, aber leider wurde ich hier. Kommt er rein? Oh no! Da waren so viele Allies, aber wir können vielleicht nochmal hinrennen. Ich habe ihn auf jeden Fall getaggt, den Reiter. So, mal sehen. Meinte, der Reiter ist resettet worden, wahrscheinlich. Waren aber zu viele. Ich glaube, er ist weg. Ah, schade. Ah, ein Versuch war es wert auf jeden Fall. Also jeder Spot ist halt irgendwie mit 15 Allies voll, ne? Nicht so einfach. Okay, wir werden mehr.
Das wusste ich. Sehr gut. We knew it, da war noch einer. Ich wusste, da ist noch einer dabei. Die Katze Broken Tooth ist nur gut für PvP. PvE hat die gar nicht so viel Relevanz. Ist eine PvP-Katze. PvE wird es in andere spielen. Je nachdem, was du machen möchtest. Im PvP würdest du wahrscheinlich die Katze aus dem Brachland spielen, weil die ja 2.0 Attack Speed. Okay, wir haben den Spot auf jeden Fall eingenommen. Sehr schön. Okay, der Reiter ist hier. Sehr gut. Ich hoffe, kriegen wir den direkt. Sehr gut. Da muss man schon einfach Allianz wegklären und dann kann man sich den nehmen. Wunderbar. Da ist nochmal so ein Priester, der haben sie ja wieder geritzt. Nochmal weg. Mal einen Bussard weg. Sehr gut. Und dann gehen wir nach Aradibek. Einmal bis nach hier oben. Aradi. Der Mage ist so eine Legende. Er meint, er macht uns ein Portal. Manchmal muss man Glück haben, ne? Coole Sache. Absolut nice. Okay, wir sind gelandet und wir müssen irgendwie hier hin. In dem Bereich soll dieser Typ wieder stehen. Wenn wir den haben, müssen wir nochmal Desolays und Barrens müssen wir. Also nochmal rüber auf die andere Seite und da noch Dinge einsammeln. Irgendwo hier soll der sein. Aber mal sehen, der ist halt immer ein bisschen verteilt. Ne? 35 irgendwas sollte der sein. 34, 35. Hier. Irgendwo hier. Der kann auch sein, dass er nicht gespawnt ist, ne? Aber wir finden ihn schon. Leute, ich glaube, der ist komplett woanders. Ich glaube, der ist ja hier in dem Bereich. Okay, ich glaube, wir haben uns vertan. Wir sind komplett falsch, Leute. Wir wurden gebaitet. Wir müssen hier rüber, oder? Dahin. Okay. Irgendwo hier soll er wohl sein. Rechts neben dem Häuschen. Nicht rechts neben dem Häuschen, sondern neben dem hier. Ah ja. Oh. Schnell, schnell, schnell. Inf. Inf, inf. Der hat Lieder. Ist so ein Lümmel, ne? Ja, das ist ärgerlich. Ich lasse ihn sterben. Tut mir leid. Good luck. Okay. Wir haben ihn getötet. Dann fehlen immer noch zwei Leute. Die Questreihe ist die schlimmste bisher. Wir gehen jetzt erstmal nach Barrens. Lohnt sich das Valentinstags-Event? Ich weiß nicht, was macht das? Die meisten Events lohnen sich eigentlich nicht in Classic. Wahrscheinlich kriegst du irgendwie Futter. Boxen, irgendwie sowas. So, dann gehen wir jetzt Brachland runter. Und dann müssen wir Desolays. Also, ich glaube, zwei fehlen uns noch. So, Brachland sollen wir irgendwo hier in dem Bereich holen. Hoffentlich ist der richtige. Dann haben wir da den Reiter. So, auf jeden Fall haben wir Heuleute gefunden. Und danach müssen wir Desolays noch, ne? Das nächste bekommen. Sehr schön. Und jetzt müssen wir Desolays. Und nach Desolays müssen wir
wieder zurück, glaube ich, nach Dustvello. Und alles abgeben. Also ich bin schon eine ganze Weile daran bei der Quest, ne? Und wir sind noch lange nicht fertig. Und die muss jede Klasse, glaube ich, machen. Also, so das nächste Vieh soll irgendwo hier sein. Desolace zwischen diesen Dingern. Ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, wenn ich das durch habe. Also, es wird echt ein Traum. Dann haben wir jede Rune mit dabei. Finally. So, irgendwo hier. Oh, da ist schon einer. Mal gucken, ob das Symbol kommt. Okay, wir wissen, wo die ist. Die wird hier stehen wahrscheinlich. Okay. Ich habe gerade einen Kommentar bekommen. Susetzo hat geschrieben, ich habe im Video gesehen, man kriegt den Mount, auf dem Mount den Buff nicht. Also ihr müsst abgemountet sein, wenn ihr das Ding sucht. Ja. Das ist ja übel Scam. Okay, vielen, vielen Dank. Hättest du das nicht geschrieben, ich hätte übelst lange weitergesucht. Du hast mich gerade gerettet. Ich hätte hier 15 Minuten, ich hätte gerelockt und alles. Das Ding geht nicht auf den Mount. Gut, wir haben's. Soweit, so gut. Und jetzt müssen wir... Ich hoffe, ich habe wirklich alles zusammen. Warte mal. Wie viele haben wir? Also das ist ja übel. Holy moly. Wie viele haben wir? Wir haben... Es sollten 7 sein. Schau mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben alle. Und jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Also wieder nach hier. Todeswindpass. Okay, wir sind wieder hier von Anfang, wo wir gestartet sind. Und müssen, glaube ich, wo war das hier, ne? Ist das gewesen? Da müssen wir hin. Der war doch hier, oder? Ja. So, ich hoffe, wir haben alles zusammen. Ich hoffe, ich hoffe. Das war die schlimmste Quest für die Runen, die ich hier hatte. Der hat ihn einfach geone-shottet. Die Metamorphose-Lock, der Rogue. Wie geht's? Mögen die Reisen wir kriegen sogar eine Menge Gold. Schönen Tag auch. Man sieht sich. Schönen Tag auch. Auf dann. Der Ranzen. Rune. Lernen. Zack. Jede Rune. Junge, der Bruder. Kannst du mich retzen, fragt er. Achso, Gnomenal. No, haha. Good luck. Ich dachte, der dachte, ich habe eine Rune zum Retzen oder so. Leute, das war die letzte Rune. Wir haben jede Rune gesammelt. Wann Phase 3? Phase 3 Waiting Room.